Das erste Oktoberfest hat 2004 stattgefunden. Das heißt, tatsächlich jetzt 20 Jahre. Ja, was erwartet uns? Wie es unsere Besucher gewohnt sind. Ein tolles Fest, ein friedliches Fest mit viel Spaß und ja, einer tollen Bewirtung. Und wir wollen wieder herausragende Gastgeber sein. Wir fangen mit Bier an. Wir machen Paulaner Bier, wie gehabt, wie die all die Jahre zuvor. Kulinarisch ganz speziell die Haxe, das Hähnel von der Wiesen, der Schnitzel dürfte nicht fehlen, die Weißwurst darf nicht fehlen. Brezel mit und ohne Butter. Ab dieses Jahr neu. Das Maß gut gefüllt, 9 Euro. Wer ein halbes Maß möchte, ist mit 5 Euro dabei. Alle anderen Cocktails, Wasser, übliche Preise. Beim Essen, wir sind ganz bewusst unter 10 Euro geblieben, auch wenn die Haxe immer noch 750 Gramm schwer ist. Ja, wie man es kennt von uns, haben wir auch dieses Jahr zwei Gaststars vor Ort. Wir starten mit Peter Wackel am 13., also nächste Woche zur Eröffnung. Die Woche danach kommt Anna-Maria Zimmermann und begleitend dann natürlich immer DJs, die sich in den vergangenen Jahren hier etabliert haben und dafür sorgen, dass wir einen stimmungsvollen Abend erleben dürfen. Das Thema Sicherheit ist ja bei uns immer das A und O eigentlich und das haben wir über die Jahre perfektioniert. Wir haben es gut aufgebaut und wir sind im engen Austausch mit der Polizei, mit dem DRK, mit dem Ordnungsamt und dort passen wir auch immer den neuesten Gegebenheiten die Sicherheitsvorkehrungen an. Grundsätzlich muss man sagen, wir haben, und das haben wir jetzt auch im Sommer beim Fußball wieder gehabt, ein extrem friedfertiges Publikum hier bei uns, bei unseren Events, was erstmal schon mal ein Riesenvorteil ist, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, wir haben ja einen zentralen Eingang, wo wir natürlich auch schon aufpassen, dass wir dort auch weder Schlaggegenstände noch sonstige Dinge hier mit reinbekommen, sodass das also wirklich auch grundsätzlich erstmal einen hohen Sicherheitsstandard gewährleistet. Ich freue mich auf ein wahnsinniges Fest, friedlich, mit vielen, vielen Gästen. Die Zahlen von 2023 zu erreichen, der Maßstab ist hoch. Die wollen wir aber wieder gelingen und jeder soll was essen, was trinken und ein friedliches Fest hier am Hof bei Möbelkraft zu feiern. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.